Hallo und herzliches Willkommen, das ist Lukas Max, heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal um eine sehr, sehr besondere GTA 5 Grafikmod. Ich würde sagen, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit dem Video. So, und zwar, wie schon gesagt, geht es heute um eine GTA 5 Grafikmod, die GTA 5 zu einer fotorealistischen Welt bringt. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Grafikmod. Kann man Real Talk einfach mit Real-Life vergleichen. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Wir gehen rein auf die Website. So, hier ist auch schon die Webseite und hier kann man schon ein bisschen Vorschau sehen, da schauen wir uns gleich weiter an. Das ist auf jeden Fall die Seite von der fotorealistischen Grafikmod. Da wird einfach mal gezeigt, wie GTA 5 so aussehen könnte. Die Webseite ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Soll ich mal probieren, diese Mod zu installieren? Ich weiß nicht, ob man es kann oder man es nicht kann. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Bevor wir uns jetzt allerdings die Fotos anschauen, gehen wir mal hier in das Video rein. Das ist sehr, sehr interessant. Let's go. We are enhancing photorealism enhancement. To understand what that means, let us have a look at some footage from the game Grand Theft Auto 5. The game looks great, but it is not quite photorealistic. Da muss man zustimmen. Let us now turn on our method. Our method modifies the images from the game to look more realistic. It is a convolutional network, which produces images frame by frame and can be run at interactive rates. Sieht schon krass aus. Translate GTA 5 to the Viele würden jetzt bestimmt sagen, das sieht grau aus. Stimme ich auch zu. Aber das ist halt einfach Real-Life-Grafik schon fast gefühlt. Okay, wir haben uns erstmal genug angeschaut. Wer das ganze Video sehen möchte, ist auch unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, verlinkt. Wir gehen jetzt aber wieder auf die Seite und schauen uns jetzt mal die ganzen Bilder einfach mal an. So, hier ist das erste Bild, kannten wir schon aus dem Video. Und das haben die echt geil gemacht, dass man das so hin und her schieben kann. So sieht ganz normal in GTA 5 aus. Und durch der Grafikmod ist es dann einfach real life. Das sieht geil aus, Alter. Oder auch hier. Ein bisschen weird ist es immer noch, weil es echt ein bisschen sehr grau ist. Aber man kann es halt einfach wirklich mit dem Wheeler vergleichen, weil schaut euch das mal an. Man könnte denken, der steht gerade an irgendeiner Kreuzung in Los Angeles. Oder auch dieses Bild. Würde das Auto hier nicht stehen, könnte man einfach Retalk denken, ist eine Dashcam. Upp. Jetzt ist GTA 5 und auf einmal Real Life. Und auch dieses Bild, das ist so insane. Das ist einfach Real Life. Das ist insane. Ich muss ehrlich sagen, das ist schon einer der krassesten Grafikmods, die ich jemals gesehen habe. Alter, shit, Mann. Okay, hier sieht man eindeutig, dass es GTA 5 ist. Haben sie nur ein bisschen was verändert. Aber hier ist es nochmal ganz krass, muss ich sagen. Jetzt noch mit echten Automaten, dann wäre es einfach Real Life in GTA 5, ja moin. Also hier ist es dann wieder ein bisschen bunter gehalten. Ja, sieht auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Sieht nicht schlecht aus. Das war es dann auch schon wieder. Ich muss sagen, ist eine sehr, sehr krasse Grafikmod. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Grafikmod findet. Ich finde sie persönlich sehr, sehr krass. Wie gesagt, schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ich mir diese Mods mal installieren soll. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Und ich würde sagen... Und damit würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luca. Und ciao, ciao.